Hallo liebe Freunde des GGG und Abonnenten des Professors. In diesem Video soll es um ein Meme gehen, welches momentan auf YouTube die Runde macht. Es geht um die sogenannten Backrooms, also Hinterzimmer. Es handelt sich hierbei um eine seltsame Extra- oder Höllendimension. Was sind die Backrooms? Die Backrooms sind eine Creepypasta oder ein Internet-Meme, in denen es um eine Art geheimnisvolle Paralleldimension geht. Die Grundidee ist eigentlich aus Computerspielen übernommen. In Computerspielen kann es vorkommen, dass sich die Figur durch Cheats oder durch kleine Programmierfehler, sogenannte Glitches, aus der normalen Map heraus bewegt. Der Spieler findet sich dann häufig an einen von den Spieledesignern nicht vorgesehenen Ort wieder, der voller Grafikfehler und dergleichen ist. Manchmal handelt es sich um Fehler bei der Levelkonstruktion, manchmal um Ebenen, die von den Entwicklern zwar programmiert, später aber nicht ins fertige Spiel aufgenommen wurden. Hier auf YouTube gibt es mehr als genug Spezialisten, die sich ausschließlich mit diesem Thema befassen. Die Idee der Backrooms ist es jetzt, dass ein normaler Mensch hier in unserer Realität an einen vergleichbaren Ort no-geklippt werden könnte. Er verlässt damit die normale Realität und findet sich in einer absurden Parallelwelt wieder. Eines ist wichtig zu bemerken, die Backrooms sind nicht real und niemand kann wirklich zu ihnen gelangen. Warum die Idee der Backrooms so populär ist, dazu gibt es verschiedene Ideen. Wir vom Team GGG haben uns so unsere Gedanken gemacht und wollen diese hier darstellen. Einer der ersten großen Gründe, wieso die Idee von Backrooms so viral geht, lässt sich relativ simpel erklären. Videos über die Backrooms sind vergleichsweise einfach herzustellen. Die Backrooms sind größtenteils normal aussehende Büroräume, die sich wie ein Ei dem anderen gleichen. Das macht es für Videoerstellungsprogramme und deren Anwender einfacher, Videoaufnahmen dieser Orte künstlich zu erzeugen. Die Texturen der Oberfläche sind alle gleich und die Räume nicht sehr anspruchsvoll. Sie müssen sich nicht voneinander unterscheiden. In der realen Welt gibt es kaum zwei Räume, die in dieser Form identisch sind. Die Wesen oder Monster, die diese unheimlichen Orte bewohnen, sind zudem bewusst einfach gemacht. Daher ist kein erhöhter Aufwand erforderlich, sie zu rendern, und auch Personen, die nicht über einen High-End-Grafikprozessor verfügen, können eigene Animationen erstellen. Der Professor hält es für möglich, dass wir es hier bereits mit der zweiten Welle an Deepfakes zu tun haben, welche er im Jahre 2020 bereits vorausgesagt hatte. Falls das die zweite Welle von Deepfakes sein sollte, dann haben wir es mit einem sehr glücklichen Umstand zu tun. Denn die Geschichten um den Backroom sind keine primitive Propaganda, sondern eine gut ausgedachte Fiktion. Lässt man sich auf sie ein, sind sie durchaus gute Geschichten. Der Professor hat sich eine Reihe von eigenen Gedanken darum gemacht, warum die Geschichten von den Backrooms als Horrorgeschichte so gut funktionieren. Zunächst einmal ist es offensichtlich. Die letzten zwei Generationen sind mehr oder weniger mit Computerspielen aufgewachsen. Ihnen ist daher das grundsätzliche Konzept, das in diesen Räumen bedient wird, bekannt, namentlich das Herausglitschen aus dem normalen Spiel. Auch dass die Räume alle gleich aussehen, macht aus der Perspektive eines Computerspielers viel mehr Sinn als für eine Horrorgeschichte in der realen Welt. Die Monster in den Räumen bedienen unsere Urängste vor Raubtieren, die uns verfolgen und in undurchsichtigen Gebieten fangen können. Die Situation, von Raubtieren verfolgt zu werden, dürfte tief in den menschlichen Instinkten eingegraben sein. Die Räume, an die die Backrooms angelehnt sind, sind uns allen bekannt, immer gleiche Bürogebäude. Vorhallen. Und diese Räume gehören zur kollektiven Erfahrung von uns allen. Es ist die Architektur der westlichen Moderne, welche hier parodiert wird. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, der eine Rolle spielen könnte. Doch sind der Professor und sein Assistent hier uneins. Der Professor glaubt, dass wir es hier sozusagen mit der Schattenseite der Nostalgie zu tun haben. Die Backrooms sind eben Erzeugnisse dieser Nostalgie, wir betreten mit ihnen Orte, an die wir schon lange gewohnt sind. Etwa das Aussehen von normalen Bürogebäuden, verlassene Keller, Garagen und alte, verfallene Funktionsgebäude, die wir als solches aber identifizieren können. Nur, dass diese Orte ihrer eigentlichen Funktion beraubt sind. Es gibt keine Gründe, wieso ein Mensch sie geschaffen haben sollte. Ein wichtiger Aspekt ist aber auch, wie stark die Backrooms an Computerspielen angelehnt sind. Es existieren verschiedene Level mit verschiedenen Themen. Beispielsweise Bürogebäude, Hotelräume, ein Maschinenraum und so weiter. Ganz so, wie man es von einem Computerspiel erwarten würde.
Auch durch die verschiedenen Level zu müssen, um ganz nach oben zu kommen, ist eindeutig die Logik von Computerspielen und nicht die der realen Welt. Es handelt sich also um eine Horrorgeschichte wie geschaffen für eine Generation, die sowohl mit Computerspielen als auch mit Bürogebäuden, Hotelzimmern und dergleichen aufgewachsen sind. Der Professor und sein Team meint, dass das zumindest teilweise die Beliebtheit erklärt. Zudem gibt es noch eine Überschneidung mit dem analogen Horror. Die Geschichte der Backrooms wird im Internet immer weiter entwickelt und dieses Video spiegelt lediglich den Stand des Phänomens am 6. Juni 2022 wider. Bereits in einigen Monaten könnte sich das Phänomen in etwas völlig anderes weiterentwickelt haben und das Video hat nur noch historische Bedeutung.